Riechst du dieses Kainit, Graham? Das ist ein Giftgas, fürchte ich. Eines, das angeblich die Geisteskraft herausfordert. Deine, was? Deine Erinnerung lässt dich im Stich, um zu beweisen, dass dein Geist noch immer stark ist, musst du deine eigenen Gedanken überleben. Okay. Königin Valanis bittet dich zu bleiben. Liebling, du übernimmst dich noch. Leg dich bitte nicht mit meinem an. Bleib hier bei deiner Familie. In diesem miserablen Zustand werde ich das Königreich nicht unseren Kindern hinterlassen. Okay. Du siehst einen Mann, der sich um ziemlich viele unerledigte Dinge kümmern muss. Wer bist du? Ich glaube Alexander, ne? Rosella und ich können das Königreich wieder aufbauen. Bitte lass uns helfen. Du musst dich von meiner nicht alleine stellen. Ich muss leider Sohn. Okay. Das ist cool. Pa, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur dich. Es gibt noch immer viele Schätze, die ich euch hinterlassen möchte. 4 von 8 Punkten. Okay. Was haben wir hier? Medaillon nehmen. Du findest ein goldenes Medaillon und steckst es in deine Tasche. Du weißt zwar nicht genau, wofür, aber du hast das untrügliche Gefühl, dass du diesen Schatz später noch brauchen wirst. 5 von 8 Punkten. Was haben wir hier? Rüstung ansehen. Was bitte ist Rüstung? Was haben wir hier? Geht nix. Achaka. Hinter Achakas siehst du eine Perlenreihe. Du hebst die wertvollen, aber unnützen Perlen auf und steckst sie in deine schier endlos große Tasche. Alles klar. Ja, Mann. Brücke weg. Okay. Sarah freut sich sehr, dass du King's Quest gespielt hast. Es tut uns leid, dass du es nicht geschafft hast. Wir hoffen, beim nächsten Mal hast du mehr Erfolg. Viel Glück. Ah, was ist das denn? Yeah. Totentanz. Ja, cool. Hallo? Kann man da oben was machen? Kann man... Oh! Hallo. König Graham, seid ihr das? Ja, natürlich. Diesen Duft erkenne ich überall. Riecht nach... Legende. Und Sauerkirschen. Etwas nach Senf, aber vor allem nach Legende. Winty! Randall! Moment! Wenn ihr hier seid, bin ich dann etwa... Nur ruhig, Zuckermuffin. So weit ist es noch nicht. Wir helfen euch nur auf der Reise durch euer Herz. Oh, und was sagt euch mein Herz? Dass ich einen letzten Rat brauche? Vielleicht, wie ich Money überliste? Oder wie ich dafür sorge, dass das Vermächtnis von König Graham, dem Mitfühlenden, nicht verfällt. Ihr habt wohl das falsche Rezept für Vermächtnisse. Es ist nicht wichtig, was man für die Leute hinterlässt, sondern was man in den Leuten hinterlässt. Euer Königreich sollte den Jungen gehören, Graham. Das war's? Keine Wortspiele? Oder einen Gegenstand, der alle meine Probleme in Luft auflöst? Wir haben euch alles gegeben. Den Rest müsst ihr herausfinden. Allein. Ja. Komm, wach auf. Wach auf, Graham. Dein Geist ist stark. Oh. Oh.
Schau mal, er hat einen Geistesstärke für Ste... Was? Verstehe? Was? Hier geht's nicht lang. Muss ich wieder hoch, ja? Ja. Ich konnte das gerade leider nicht ganz lesen. So. Das wird der Geistesstärke haben. So. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Nee, ne? Ja. Hier auch nicht. Ja, wieder zurück. Dann gehen wir wieder zum Kollegen da vorne. Hallo. Hast du deinen Beweis? Ja. Gut. Stell das hier hin und lass mich wissen, wenn du die Tempoprüfung bestanden hast. Wo muss er denn zur Tempoprüfung hin? Wahrscheinlich muss er da wieder raus, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Na dann. Muss er nicht wieder darüber. Aber wohin? Muss ich denn wieder da runter? Oder hat sich das da unten dann jetzt verändert? So wie er wäre ist, könnte das natürlich sein. Und wieder runter. Hm. Soll ich nochmal ein Stück mit? Irgendwas? Nee. Also hier unten. Kann er nichts machen. Das gibt's doch nicht. Nee, er kann nur hoch und runter. Hä? Komisch, komisch. Warum konnte er denn nicht da runter? Aber ich habe schon so eine Ahnung, was wir mit dem Schloss machen. Ich habe schon so eine ganz gewisse Ahnung. So. Also er wird wohl schon hier runter müssen. Glaube ich. Hä? Die Tempoprüfung. Verstehe ich gerade nicht. Oder war das hier? Ja. Du musst noch beweisen, dass du die Tempoprüfung bestanden hast. Ja, und wo ist die? Du musst noch beweisen, dass du die Tempoprüfung bestanden hast. Ja, wie komme ich denn da hin? Kann doch hier nirgendwo hin. Und
ich kam da auch nicht raus. Was eigentlich untypisch ist. Normalerweise... Nee. Oder muss ich den jetzt nochmal antatschen, den Kristall? Könnte natürlich sein. Dann probieren wir es nochmal. Dann fassen wir ihn nochmal an. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hm. Ich check das nicht. Weil hier gibt's ja nichts, ne? Nö. Hier konnte man nicht lang. Hier auch nicht. Ich hätte ja jetzt eigentlich erwartet, dass er draußen irgendwo hin muss, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich löse hier irgendwas nicht aus oder ich finde irgendwas nicht. Aber eigentlich sind hier ja so viele Sachen gewesen. Ja, das Gefühl, dass er da runter müsste oder so. Ach, guck mal. Ist das vorne ein Weg? Nee. Nee, hier kommt er auch nicht runter. Kommt er auch nicht runter. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, muss er doch hier lang können. Einmal hier lang. So. Sehr gut. Bitte hier entlang. Dankeschön. Ich tritt einmal ein. Mal gucken, was wir hier alles sehen. Tja. Wo ist er? Miau. Verzaubert, erfreut. Sieh mal einer an. Die Katze lässt das Zaubern nicht. Achte auf deine Worte, König. Meine Spezies sagt nichts über meine Fähigkeiten aus. Ich habe nichts gegen Katzen, Manni. Oder Kobolde. Oder Sphinxe. Aber gegen dich. Egal. Das Duell hat kaum begonnen und ich habe schon gewonnen. Bist du dir darüber klar, dass du mir alles geliefert hast, was ich für eine weitere Portion Kosmolution brauche? Ach nein. Erlaube mir die Bemerkung, König Graham, der Dumme, dass du wieder einmal... Ja, klopf nur weiter deine Sprüche. Aber verzeih, dass ich so unbeeindruckt wirke. Ich höre auf dem linken Ohr kaum noch etwas. Gut, wie du willst. Ich fasse mich kurz. Lange Sätze, gedehnte Silben zur Hervorhebung, Erheben der Stimme, weltmännische Wortwahl, übertriebener Einsatz des Wortes Trottel. Und als letzte Zutat brauche ich ein Barthaar von dir. Bei Sonnenuntergang? Wir treffen uns bei der schwebenden Insel. Na schön. Der gibt ihm das Barthaar auch nur einfach. Oh.